Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar ist die Glossybox aus dem Monat Mai heute bei mir eingetroffen. Die möchte ich gerne mit dir zusammen aufmachen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossybox kommt einmal monatlich und die kannst du je nach Aboform für 12,50 Euro bis 15 Euro im Monat bekommen. Wenn du das Jahresabo abschließt, dann ist aber zu bedenken, dass du das in voller Summe bezahlst. Also bei mir ist es immer, dass dann einmal im Jahr halt wirklich die komplette Summe von 150 Euro abgebucht wird und da sollte man sich halt drüber im Klaren sein, dass das dann passiert. Über den Link, den ich dir unten mal in die Infobox reinschreibe, kannst du die Glossybox deutlich günstiger bekommen und bekommst dann auch ein paar Prozente auf deine erste Glossybox. Die Glossybox soll im Mai das Motto Say Yes haben. Hat das jetzt irgendwas mit Hochzeit zu tun? Der Mai ist tatsächlich auch der Monat, wo ich glaube, meine Eltern und meine Großeltern damals geheiratet haben. Also es ist eigentlich eher so wirklich der Wonnemonat, wo halt auch Hochzeit dazu passt, ne? Aber ich finde Hochzeit als Thema eigentlich jetzt so aus persönlicher Sicht blöd. Weil das jetzt nichts so für mich wäre. Ja, hier hast du zwei Gutscheinviecher drin. Einmal von Blue Mon und einmal von HelloFresh. Möchtest du auch ja sagen, Sammy? Sag ja zum Schmusen. Ja zur Liebe. Hm? Jo. Jo, 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 jo. Hm? Möchtest du mir Blumen geben? Nein. Okay. So. Die Glossybox kommt im ganz normal klassischen pinken Design daher und wir entnehmen den Deckel und sehen ja, es ist Say Yes. Das wurde auch in der Sneak Peek quasi angeteasert. Sie riecht nach nichts und wir gucken einfach mal rein. Sag einfach ja mit deiner Glossybox Say Yes Edition im Mai. Wozu möchtest du öfters ja sagen? Zum Verreisen, zu bewusster Ernährung, zu mehr Zeit mit Freunden oder hast du demnächst vor, deinem zukünftigen Herzblatt das eine große Ja zu sagen? Ganz egal, was es ist, eines ist sicher. Es wird höchste Zeit, das hier und jetzt zu zelebrieren. Und wenn du Ja sagen möchtest zu dir selbst und mehr Me-Time sowie Self-Care, dann gelingt dir das am besten mit unserer Say Yes Edition im Mai. Damit sagen wir ganz bewusst Ja zum Leben. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich. Also das ist wirklich ein schöneres Motto als nur Hochzeit, muss ich gestehen. Wir akzeptieren uns, wie wir sind, mit all unseren Beauty-Besonderheiten, Makeln und Macken. Wir sagen Ja zu unseren Ideen, Träumen sowie Wünschen und sind mutig genug, diese direkt in die Tat umzusetzen sowie Neues auszuprobieren. Die dekorativen und pflegenden Essentials aus der Glossybox schenken uns dafür den perfekten Beauty-Rahmen, der unseren Alltag noch farbenfroher, gepflegter und duftender macht. Aber der Wonnemonat bei Glossybox bietet noch viel mehr Aufregendes, denn im Frühling spielen ja bekanntlich unsere Beauty-Hormone noch verrückter als sonst. Ja, okay. Also ich merke das mit meinen Hormonen aktuell einfach nur aufgrund von Pille abgesetzt und so. Aber, ne, läuft. Gucken wir uns das mal etwas genauer an. So, hier haben wir die Glossybox. Wir öffnen das Schleifchen. So, dann öffnen wir hier das Seidenpapier. Ohne einzureißen. Das ist immer mein Highlight. Und so sieht der Inhalt aus. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also als erstes nehme ich mal hier die Sneak Peek raus. Das war die Sleek Highlighting Palette. Distorted Dreams heißt die. Ich habe tatsächlich noch eine E-Mail bekommen, wie man das auch als Augen-Make-up benutzen kann. Aber ich habe jetzt ja ein Augen-Make-up drauf, was ich mit euch eben zusammen geschminkt habe. Der Look wird auch demnächst online kommen. Das war ein Style & Talk zum Thema Pille. Jetzt mache ich hier mal vorsichtig die Highlighter-Palette auf. Ich habe tatsächlich von Sleek auch schon eine Highlighter-Palette, die halt sehr dezent ist. Packaging-mäßig finde ich die schon mal ganz hübsch, ne? Also das ist so verspiegelt. Gut, du siehst hier natürlich jeden einzelnen Fingerabdruck drauf, aber ne, als Beauty-Liebhaber weiß man ja auch, dass man seine Produkte mal öfters reinigen sollte. Sammy läuft hier durch den Raum und schnuppert rum. Du hast hier einen echt großen Spiegel mit drin und diese Farben. Es riecht nach nichts. Das ist schon mal ganz angenehm. Du hast tatsächlich drei Cremefarben und zwei Puderfarben.
Das finde ich schon wieder schwierig. Creme-Highlighter und ich sind einfach keine Freunde. Ich gucke ihn mir aber dennoch hier mal an. Okay. Das hier ist jetzt tatsächlich dieser Creme-Highlighter. Der ist so ein bisschen holographisch. Und da ich jetzt nicht so das Ultra-Highlight drauf habe, gebe ich ihn mir mal hier auf. Aber wenn ich jetzt näher rangehe, sieht man ein bisschen mehr. Aber ich trage mir mal hier auch ein bisschen mehr auf. Aber dann ist es schon wieder so klobig und lässt sich so schwer verblenden. Ja, aber es geht. Jetzt nur eine BB-Cream drunter und keine fette Foundation. Dann sieht man auf jeden Fall ein Highlight. Ich setze mir aber dennoch hier mal so einen Puder-Highlighter drüber. Den hier unten. Ja, dann ist Bam. Also wenn du das cremiger als Base nimmst und darüber dann den normalen Highlighter setzt, dann geht die Party ab. Ui, das ist aber, das ist kräftig. Das ist wirklich kräftig. Huch. Lässt er sich noch irgendwie verblenden oder bleibt er jetzt so krass? Ah. Ja, ein bisschen verblenden hat er sich noch lassen. Ich mache mal eben noch die andere Seite, damit es auch symmetrisch ist. Also im Prinzip nehme ich den Creme-Highlighter als Base, toppe den dann mit dem normalen Highlighter und blende das so ein bisschen mit dem Finger aus. Das ist ein bisschen viel Arbeit, finde ich, für einen Highlighter, aber kann man machen. So sieht das dann aus. Ich finde es ganz, ganz derbe. Also das ist schon cool. Ja, also das ist schon mal das erste Produkt. Und ein bisschen aufwendiger im Gebrauch oder in der Verwendung, aber kann was. So, als nächstes habe ich hier so eine Probe drin von Botanicals Fresh Care mit Koriander, die Stärkekur, die habe ich schon, die finde ich super. Und sobald ich mein aktuelles Haaröl aufgebraucht habe, werde ich das auch als Originalprodukt verwenden und da freue ich mich drauf, denn das ist wirklich eine gute Geschichte. Das kann ich euch wirklich auch ans Herz legen, euch das mal anzuschauen. Das ist hier als Probe drin, das finde ich auch gut. Das gab es, glaube ich, schon 2-3 Mal als Probe in irgendwelchen Boxen mit drin. Ja. Ist ein gutes Produkt, deswegen auch sinnvoll, das als Probe mit beizulegen. So, hier haben wir jetzt etwas drin. Oslo Airlines. Was bist du? Steht jetzt so nichts drauf. Ich weiß nicht, ob das ein Nagellack ist, aber dafür ist er sehr, sehr klar, ne? Oder ob das ein Lipgloss ist. Doch, das ist ein Nagellack. Da sind ja auch so Kugeln drin zum Schütteln, ne? Gucken wir mal hier in das schlaue Heftchen dafür rein, weil da steht echt nichts drauf. Ja, Nail Polish, okay. Das ist ein Nagellack. Da steht auch jetzt nicht drauf, wie viel Milliliter da drin sind. Ich glaube, da sind nur 6 drin. Deswegen blende ich euch den Preis ein für 6 Milliliter. Oder kann man das hier irgendwie abknibbeln? Nee. Das ist natürlich unpraktisch, ne? Wenn man nicht genau weiß, wie viel da jetzt drin ist und so. Also da steht echt nur hier, guck ins Handbuch drauf. Und hier oben steht nichts drauf. Da steht auch keine Farbe oder so drauf. Das ist doof. Das finde ich blöd. Und das soll halt so einen Aquarelleffekt hervorrufen. Ja, ich werde Nagellack nur auf meinen Fußnägeln verwenden. Da habe ich immer gerne, dass es wirklich volldeckend ist. Das heißt, den werde ich demnächst mal verlosen. Jo, eine Bodylotion von Giorgio Armani C. Das ist die große 75 ml Luxusprobe, würde ich mal so sagen. Denn normalerweise sind Bodylotions ja doch etwas größer. Ja, das ist eine gute Geschichte. Ich finde, dass das Parfüm sehr gut riecht. Ja, sehr orientalisch. Boah, lecker. Also schwer auf jeden Fall. Und das werde ich definitiv verwenden. Ja, das kommt dann zu meinen Bodylotions. Ich hatte das Parfüm, aber das habe ich zu meiner Zeit verwendet, wo ich so krass Migräne hatte. Da konnte ich das nicht mehr verwenden, dann hatte ich das weitergegeben. Aber ich freue mich auf die Bodylotions, denn du hast, es meistens so, dass wenn du diese Bodylotions hast, zu diesen Parfüms, da habe ich nämlich einige von, dann riechst du halt nach diesem Parfüm sehr dezent, aber du riechst danach. Das heißt, du musst danach nicht noch extra ein Parfüm auflegen. Dann muss man dafür aber natürlich Bodylotion morgens verwenden oder über Tag halt, ne, so auf die Beine oder so. Ich verwende sowas ja eigentlich eher abends, aber im Sommer kann man das dann auch mal morgens anwenden. Hier habe ich noch ein Lippenprodukt, würde ich mal so sagen, von Incredible Shot. Jelly Shot. Incredible habe ich auch irgendwie einen Highlighter oder sowas mal von gehabt. Oder habe ich noch? Ich glaube, habe ich noch, weil mal in einem Adventskalender drin. Okay, das ist einfach Ex-Revenge ist die Farbe. Steht hier auch nochmal drauf. Und da hier ja normalerweise die Farben angezeigt werden, scheint das durchsichtig mit Goldpartikeln zu sein. Irgendwie so.
Okay. Mache ich mal auf und gucke ich mir mal an. Ups. Riecht nach Gummi. Nicht gut. Okay, riecht wirklich künstlich. Und dann gucke ich mal, was für eine Farbe der hat. Das ist durchsichtig. Ja, also wirklich einfach nur durchsichtig, ne? Euch einen durchsichtigen Swatch zu zeigen, bringt jetzt nicht allzu viel. Der fühlt sich aber an wie ein ganz normaler Pflegestift. Ach, guck mal, und da ist ein Blümchen mit drin, ne? Ei, wat seid. Und da sind so Goldpartikel mit drin. Vielleicht verleiht er einen ganz, ganz leichten Schimmer, aber echt, also viel Produkt ist da echt nicht drin. Einen ganz leichten Schimmer, dann hast du noch das Blümchen in der Mitte. Kann ich mir gut für die Handtasche vorstellen, dass man den auch einfach dann so verwendet. Doch, ganz niedlich. Und das letzte Produkt ist hier in so einem schönen Kästchen, es ist ganz edel. Love Rose Glow Your Skin, ewig dein. Ach, süß. Das ist natürlich süß, ne? Steht hier drauf. Ewig dein. Ist da Schmuck oder sowas drin? Nee, das riecht auch nach Rose. Oha. Glow Your Skin. Hm? Hast du hier so einen Beipackzettel mit dabei? Wir machen deine Hautpflege zum Erlebnis. Love Rose hat die erste Rose für dein Gesicht entwickelt. Sie ist in einer 3D-Form und der Rezeptur einmalig und in liebevoller Handarbeit kreiert. In Verbindung mit Wasser verwandelt sich die Rose in eine cremig peelende Maske. Ach schön, Maske ist gut. Die Rose schenkt dir einen rosigen Glow für eine seidige Haut. Dafür verwendet Love Rose natürliche, achtsam ausgesuchte Inhaltsstoffe wie die Camu-Camu-Beere, Arganöl und Cranberry. Die Rose ist so kostbar wie ein Elixier, 100% Wirkung durch 100% Inhaltsstoffe. Und das ist vegan, mit natürlichen Inhaltsstoffen, ohne Mikroplastik, ohne Silikone, ohne Parabene und ohne Parfüme. Aha. Ach, guck mal, und das geht auch ruckzuck, ne? Du musst es nur so einmassieren und dann nur in 3 Minuten... wirkt die Maske. Das finde ich ja cool. Und jetzt gucken wir uns erstmal das Produkt an. Du hast hier ein Herzchen und dahinter versteckt sich wirklich so eine Rose, ne? Ach, ist das süß. Das Kästchen ist auch niedlich. Das muss ein ultra teures Produkt sein, Leute. Und hier ist die Rose. Die ist süß, oder? Und die riecht schön rosig, cremig. Oh, da freue ich mich drauf. Die werde ich gerne verwenden. Boah, wie edel, ne? In so einem Geschenkkästchen. Das kann man auch super verschenken. Mensch, Mensch, Mensch. Und das war's auch schon. Ich blende hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Ich denke, dass der relativ hoch sein wird. Also ich meine schon, also dass es echt teure Produkte sind. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage 70 Euro oder so. Also ganz grob, weil das sind echt teure Marken, ne? Also da bin ich wirklich gespannt. Ja, also zum Thema Hochzeit. Ja sagen, in Bezug auf Hochzeit würde ich das jetzt nicht unbedingt sehen. Klar, du hast so einen Glow, das kann ich mir auch schön vorstellen, wenn du auf einer Hochzeit bist, ne? Dann kannst du auch ein bisschen strahlen, so als Brautjungfer oder so, oder als Nebengänger halt. Die dezenten Nägel sind jetzt für mich eher nicht sowas für die Hochzeit. Es hat aber für mich auch sehr viel so mit Self-Time, Selbstliebe, wie auch immer, sowas alles zu tun, dass man Zeit für sich selber sich nimmt, Pflege, strahlendes Aussehen, sowas. Also da passt es auf jeden Fall zu, das muss ich sagen. Mir hat die Box auch tatsächlich sehr gut gefallen. Also die fand ich echt geil. Doch, muss ich sagen. Vor allem diese Peeling-Maske, die will ich ausprobieren. Das ist ja der Hammer. Richtig, richtig cool. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!